Moin moin Leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge. Wir werden von einem unbekannten Teilnehmer angerufen und nehmen an. Hallo. Homie, what's happening, man? Who's this? That's Yusuf Amir, man. Who? The guy who wants to talk about franchising your clubs. Hey, those conversations are usually Tony's department. But Mr. Tony gave me your number. There are some other matters I need to discuss before we get down to the real shit. Hey, if Tony gave you my number, then it's okay, bro. Great. Come hang out at my apartment. It's right on the Middle Park. Prime location. One of the most exclusive in the city. Top dollar shit. You'll love it. Yeah, alright. I'll be by sometime. Just don't wait up. Ich denke mal, ich werde Ossi den Gefallen tun, ja, und zu Yusuf fahren. Wir machen jetzt tolle Sachen mit Yusuf. Meinem besten Freund, übrigens auch im Real Life, meinem besten Freund, ja, das stimmt. Also ich und Yusuf, wir kennen uns schon so lange. Ne? Und wir chillen noch immer mit seinem goldenen Auto. War ich nicht. Deine Fahrkünste, Alter. Hä? Wo hat man denn hier überhaupt, ich besser. Wo hat man denn hier überhaupt eine Gegenspur? Die kamen dir ja alle entgegen, was für den. Ah, jetzt dreht der auch noch ein. Danke schon. Jetzt müssen wir einmal volle Kanne nach vorne draufhalten. Jo. Ah, schon mal. Achtung! Ja. Dann müssen wir wohl einmal an Yusuf vorbeifahren. Hier einmal kurz warten, weil hier kommt bestimmt wieder die nächste Polizeistelle, sag ich jetzt mal. Das war jetzt wirklich knapp. Das stimmt. Offen, du hast es nicht gesehen. Ich weiß noch. Ups, ich muss mal ganz kurz meinen Stuhl ein bisschen richten, jetzt geht's wieder. Hallo? 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 Hey man! Hey nigga! What's up? What's up? So glad you could make it, man. Seriously. Fucking A! Yo, for real, man. Yep. You okay, bro? No, I'm fine, man. I got a couple of bitches upstairs. Hot ones, not cheap. Nice. Hey man, you wanna join in? No, I'm cool, man. Cool. Yeah, of course. Oh, to be honest, anyway, after I finish with them, they'll be out of commission anyway. I'll bang them to pieces. After I finish with them, they'll look like they've been dragged through the fucking desert. Oh, wow, good for you, man. Good for you. Listen, so what do you want? You see this city? I own it. Everything. Seriously. Really? No. But one day. I'm building 60 skyscrapers, man. Condos, penthouses, luxury apartments. Serious shit. But I tell you, oh man. Oh, I love this song. You know this song? Oh, yeah. Hey, rap money. Hey, you don't dance? Not with dudes, bro. You see this city? I run it. I run everything. I'll show everyone. I mean, look at this shit here. This is a gold phone. Solid. Beat that, daddy-o. Ah, great, man. That's great. Wait! I'm the real deal, nigga. I'm the real thang. Sure, bro. Sure. So what do you say? You gonna help me out? Tony says you can handle yourself. Maybe, man. What do you need? I need to shut my fucking father up. Whoa, I ain't killing your father, bro. No, I know you're not. I needed to get a helicopter for him. You know? And I found it. It's a military issue. Beautiful machine. Sexy. The company that built it, they have a display model on their boat. And that will shut him up. You know, show him I've got good connections, you know, and pay him the respect he deserves. Is that porn playing up there, bro? No, man. That's real women. Trust me. And I ain't paid shit. Okay, so you want me to get you a helicopter, and that'll make your dad happy. You better be the real deal, man. You know, I tell Tony that we work together, huh? I'm going to make you both very rich men. We'll open up nightclubs all around the world. China, Pakistan, Timbuk fucking too, anywhere you want. But you know what this means? You and I, we are brothers. We're partners. Okay. Give me a call when you get there. Now I've got to attend to some business.
Ladies! Prepare to suffer! Ich liebe diesen Typ. Der vergrößte Spinner, den ich kenne. Ja, stimmt. Der ist sogar ein noch größerer Spinner als Maury, ohne Spaß. Und ganz ehrlich, die Missionen werden noch behinderter. Ups, da hüpfen wir einmal schnell in den Stallion. Ja, die Missionen werden noch richtig schlimm. Vor allen Dingen einfach alles aus Gold. Der hat ein Goldtelefon. Ja, denn diese Stadt und irgendwelche Statuen und ein Fernseher und... Oh Gold, Mann. Ein Dollarzeichen aus Gold. Der Junge, ey, der hat echt zu viel Geld. Aber wir sollen den Heli klauen, um seinen Papa glücklich zu machen. Und ja. Wie jeder weiß, er hat Arab Money, ne? Der Yusuf Amir. Der ist einfach ein krasser Typ. Das muss man leider... Er ist fast noch krasser als Money Boy, also. Weil er hat richtiges Money. Aber auch nur fast. Ja, aber auch nur fast. Ich glaube, er kann nicht so gut... Er hat nicht so gute Rhymes, weißt. Aber er kann sich das ja leisten. Ja, stimmt, das stimmt. Ja, der Yusuf, das ist schon echt cooler Junge. Aber wir werden hier auch noch viele andere coole Charaktere kennenlernen, weil... Es ist ja in den GTA-Episoden-Teilen immer so, dass man coole Menschen kennenlernt. Das feiere ich auch, muss ich sagen. Das feiere ich. Das ist ja nicht nur bei GTA, sondern allgemein bei Rockstar Games spielen. Das stimmt, aber bei GTA sind die immer so schön sarkastisch, ironisch, geil. Guck dir bei Red Dead Redemption Seth an. Ja, gut, Seth. Mit Leichen aus Berlin und andere schöne Hobbys. Ja, stimmt. Ja, klar. Okay, nice. War schon so. We have to take the helicopter. Now. Gib dich an Bord der Yacht. Okay. Ey, ganz ehrlich, hier sind so viele geile Boote. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir ein hässliches nehmen müssen? Dass wir einfach jedes nehmen dürfen. Achso. Ja, rein theoretisch ist es ja egal, ne? Welches nehmen wir? Komm, wir nehmen mal das. Das ist blaue, das ist doch hübsch. Das hat ein Navi als Boot. Einsteigen, Mr. Luis. Einsteigen. Ein Smuggler. Nice. Die hat einen Schmuggler halt. Weiß ich nicht. Liberty. Und da ist auch die Statue of Liberty mit dem epischen Kaffeebecher. Ich auch gerade einen Kaffeebecher in der Hand. Vielleicht machen wir auch nochmal so eine... Oh, Alter, was ist das? Ja. Krass. Vielleicht machen wir nochmal irgendwann so eine Stadtrundfahrt-Folge mit... Oh, nähere dich der Yacht, um das Patrouillenboot nicht zu alarmieren. Setz dich der Yacht. Na, leise. Ja, also für eine Radrundfahrt. Stadtrundfahrt wäre ich auch gerne. Ja, das wäre nice. So. Boah, ich parke ihn das Boot. Eine ähnliche Mission gab es übrigens mit so einer Yacht auch. Bei GTA 5. We call this little baby the buzzard. She will pick the bones of your enemies clean. Krasses Ding. Du kennst den doch. Ja. Aber das Ding ist trotzdem krass. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich gehe hin, was soll wieder zugehören. Genau. Du. Klau den Helikopter. Aha, das ist unser Helikopter. Aha, that's our shit. All the girls Yusuf Amir ist ein Rich Arabier. Mal gucken. Jetzt schnell. Einfach klauen. Was sollten wir tun? Du schießt ja nicht. Fuck, man. This is some hardware. Lol. Du hast noch die Tür offen. Hey. Ich glaube, mit Steuerung kannst du schießen. Warte, so. Steuerung und der Tag. Boah, Alter, pass auf! Oh. Peng. Jetzt oben, wer ist mal Yusuf an? Hey, I got it! Alright, homie. Now the guys you took it are some inappropriate individuals. These are some terror cell, war criminal enabling motherfuckers, motherfucker! The real deal! Take out the boat with all the guys on board! Bro, you sure? It's the right thing to do, my brother! Go for it! Das ist so schwer zu schießen und daher zu fliegen. Oh,
Okay, wir haben es aber. Kommt gleich. Oh, warte, Tochter. Ah, wir kommen runter. Jetzt gehen wir. Ah, da haben wir noch genug. Was denn? Was ist das für ein komisches Geräusch? Du nimmst sogar die Maus und schießt. Welche Taste? Die normale Schutztaste. Die Maus aber nicht bewegen. So? Ja, reicht. Sehr gut. Du musst nachher normal helfen. Okay. Wir machen einfach Teamwork. Warte. Das ist... Achtung. Hier reicht. Hoch, bring den Vogel hoch. Sehr gut. Nice. Ja. Die Yacht sieht schon gar nicht mehr so geil aus, muss ich sagen. Aber ich glaube, mit dem MG kann man das so weit. Doch, ja, ja. Behinderte Yacht, geh doch endlich unter, Kollege. Aber guck mal, die brennt schon hardcore. Aber Alter, was ist das bitte für eine Yacht? Der Seefahrer würde jetzt sagen, sagenhaft. Ich kann nicht das Ding so viele Raketen haben. Ich freue mich auf die ganze Zeit. Reicht, würde ich sagen. Hui! Oh. Every night in my dream. Okay, das, also jetzt muss ich dann hin. So, oh, was? Oh, nö. Oh, was ist denn das für eine Kacke? Scheiße, die Früchte laufen dann aus. Ey, was? Jeder du machst, gleich zu schießen. Und der andere beide abschießen jetzt. Oh. Hoch. Sehr gut. Haben wir irgendwas erledigt bisher? Nee, ne? Nee. Kannst du schießen, komm. So. Oh Gott, der war knapp. Ah, wir haben hier immer... Doch, einen müssen wir jetzt $1 haben. Ne, sind immer noch 3 Pünktchen auf der Karte. Na, wo sind die Lärme? Warte, ich will mal schnell... Ja, ich stelle die Steuerung ziemlich häufig um, aber... Ja, naja. Helikopter... Da. Schießen... Sekundär... Strong Legs. Dr. Weed, Motherfucker! Kann der mal auf machen, der kann ja nicht auf das kann man nicht schießen. Es wäre cool, wenn der so eine Bombe hätte, die man einfach so abwerfen könnte. Das wäre ihm. Abbomben oder? Ja, auch. Oder wenn wenigstens noch ein Schützen an Bord. Oh Gott. Das ist, glaube ich, so eine RPG-Munition direkt in unserem Heli. Was ist gerade so? Ich hab's gerade angesteckt, das zu treffen. Das ist echt. Jetzt treff doch! Ja, das ist es mit dem Maschinengewehr.
Verdammt, der hat aber schon ganz schön kassiert. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass uns nicht einfach irgendwie Raketen da vorne. Perfekt. Einer noch. Einer noch, den schaffen wir, den schaffen wir 100. Ach ja. Ah, zu schnell. Nice, haben wir doch geschafft. Bisschen anstrengend, aber das passt, das passt. Jetzt rufen wir Yusuf an. Hey, those guys ain't around no more, Yusuf. I'm gonna trust you that there was bad news. Of course you can trust me, man. We're brothers now, blood brothers. They were the baddest cats out there. Shit fucking cats. Just bring the copter to my helipad. My best boy Ahmed is waiting for you there. Okay. Cheer up, brethren. Don't think about it. Yallah, think of the palaces we'll build together. The zoos we'll build. Endangered species you thought didn't exist no more. Saber-toothed dodos and shit. Women in gold cages. You name it. There's everything to be happy about. Dreams, amigo. Dreams. I got the go, bro. Keep on dreaming. Okay. Fly safe. Ja, nicht vergessen, er will nämlich Zoos bauen mit den Säbelzahn-Dodos. Finde ich geil. Ach, Yusuf. Nice, nice. Ah, da ist auch schon das Helipad oder wie das Ding heißt, wo wir landen sollen. Es ist immer ein bisschen kompliziert zu landen, aber Maxman, der kann das ganz gut. Der ist nämlich auch ausgebildeter Helikopterpilot. Beruflich fliege ich auch Rettungshelikopter. Genau. Und ich arbeite für gewöhnlich in einer Kartonagenfabrik. Nice. Tell me about it, bro. You're a med, right? Yusuf's boy. That crazy motherfucker. Some serious military-grade shit. He could have had all the gold in the world, but he's obsessed with what they want selling. Okay. Der schien aber ganz nett zu sein. Wer weiß? Naja. Ach. Alles fresh. Zwar nur 50%, aber egal, Hauptsache wir haben die Mission geschafft, liebe Freunde. Ich würde sagen, wir beenden doch die Folge, ne? Wie, ich würde sagen, wir beenden jetzt auch den Part. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen und wir haben einfach mal $10.000 dazu bekommen. Alter Yusuf, du bist der Beste. Alles klar, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao mit V.